Willkommen zurück, liebe Interneter. Bei Fallout 4. Wir suchen Piper. Ohne Laborstation. Jawohl, vielleicht können wir Psycho-Buff herstellen. Ja! Viel besser als Psycho-Jet. Ist Psycho-Bath. Piper, bleib mal stehen. Bleib mal jetzt stehen. Blöde Sau. Was? Du hast nämlich gar nichts und ich muss mich hier abschleppen. Das ist so typisch. So typisch. Davon möchte ich noch viel mehr haben, von diesen Chamäleon-Dingern. Die sind super geil. Deswegen geben wir dir auch erstmal der Piper. Und unseren ganzen Schrott kannst du auch haben. Und dann sollten wir leicht wie eine Feder zurück ins Ödland kommen. Schauen wir mal, ob du noch eine Waffe von uns kriegen kannst. Ghoulkiller? Nein, Piper. Nein, Piper. Den Ghoulkiller kriegst du nicht. Dafür bist du noch nicht bereit. Der Ghoulkiller ist nur was für die großen Jungs. Für die kompensierten, mächtigen Jungs. Das kannst du haben. Aber mein Kyrolator kriegst du nicht. Das steht auch bitte im Ehevertrag. Impro-Pistolen okay. Kyrolator? Nein, Piper, nein. Böse Piper. Mehr gibt's hier nicht. Ich weiß nicht, für mich sieht das so aus, als würde es hier irgendwo ein Safe geben, weil man das Terminal benutzen kann. Schauen wir doch mal. Turmsteuerung. Den habe ich zerstört. Oder? Systemdiagnose. Schauen wir doch einmal nach. Verbundene Geschütztürme eine. 0% Offline-Fehler. Ja. Dann haben wir den kaputt gemacht. Tut mir leid. Wollt ihr nicht, liebe Raider. Das war eure letzte Hoffnung, hier noch irgendwie lebend rauszukommen. Ein kleiner Mark 1 Geschützturm. Es hätte mich fast aufgehalten. Fast. Habe ich schon Hallo, lieber Interneter, gesagt? Ich bin mir nicht ganz... Wieso? Wie geht das? Hier ist alles abgesperrt. Piper, wie kommt... Also manchmal... Nee. Hauptsache, nur ihr Ding alleine durchziehen. Können wir denen das Bein wegratzen? So geht's auch. Hups. Das wollte ich nicht. Ich wollte dir nur dein Bein wegschießen und dich dann da liegen lassen. Macht's das besser? Nicht wirklich, oder? Oh Mann. Ja, Kinder, was erwartet ihr? Ich bin kein gutes Vorbild. Er wird das gleich zu spüren kriegen. Oh ja. Oh ja. Ja, und... Oh no, der ist stark. Wieso bist du so stark? Pass auf, wir greifen jetzt dein rechtes Bein an, weil das da jetzt rauskommt. Los, triff! Ich könnte den ganzen Dorf machen. Hallo? John, komm. Captain John. Zeig, was du kannst. Für den hat er sich extra viel Zeit gelassen, nur für euch. Ja, habe ich. Es tut mir leid. Hallo, liebe Interneter. Zum dritten Mal. Oh Gott, alle guten Dinge sind drei. Oder Piper. So, die haben doch bestimmt hier noch irgendwo Munitionskisten liegen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier nur so ein Scheiß ist. Da haben wir dich doch. Gamma-Patrone. Ich habe zwar noch keine Waffe dafür, insofern danke für nichts, ihr Schweine. Nice. Gespeichert. Wieder voll energetisiert. Willkommen zurück. Unten war eine Kochstelle, habe ich gesehen. Piper hat unsere ganze Rüstung. Das bringt jetzt nichts, wenn wir die verbessern. Waffenbank. Können wir mal schauen. Nein. Aber schön, dass du es immer wieder versuchst. Aber nein. Piper, einfach nein. Hier haben wir schon alles, ne? Ja. Die benutze ich so gut wie nie. Da haben wir schon den langen Lauf drauf, ne? Der mit der Rille sieht aber eigentlich auch ganz geil aus. Ach Gott. Gar nicht so einfach, das. Gut. Wenigstens haben wir gespeichert, das ist schon mal gut. Zack. Und wir sind ein Stückchen dichter dran. An der Burg als letztes Mal.
Hier sind die Damen-WCs, ne? Ja, ziemlich eng gebaut alles. Mentes. Wenn es mal wieder länger dauert, schnappt ihr Mentes. Haben wir hier noch was? Ein Stimp? Ne, komm, gib mir den Stimpack. Danke dir. Seife. Ha! Wer braucht Seife? Piper? Sprechen wir nicht wieder drüber, okay? Gut, hier waren wir schon. Alles erkundet. Und hier kommt man irgendwo runter, ne? Wow! Geiler Move, Piper. Andrew Station. Wollen wir da reingehen? Wir gucken mal, wo uns die Karte hinführen würde. Es wäre eine Überlegung wert, jetzt wirklich da reinzugehen, oder? Warum nimmst du Dogmeat nicht mit und lässt Piper in der Ecke verrotten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich mag Piper irgendwie. Sie streitet sich so gern. So, wir braten mal noch ein bisschen was. Dann können wir aus dem ganzen Krempel, den wir haben, nämlich noch gute Sachen herstellen. Gutes Yum-Yum. Murloc Eieromelette. Dafür waren die Eier gut. Nice. Schaut mal, was das an TP bringt, nämlich. Hammer gut. Da brauchst du eigentlich gar keine Stimpies mehr. Weil mit ein bisschen Essen kannst du alles wieder herstellen. So. Sensationell geil. So. Das war's. Zack. Wir haben aus einem Skorpionei Omelette gemacht. Ich glaube, da hat jemand in Biologie nicht ganz aufgepasst. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das geht. Und wenn, dann schmeckt das sicher extrem grindig. Was haben wir hier schon wieder? Oh, wieso donnert's? Polizeirevier Südboston. Ob man da mal so vorbeischauen kann? Darf man das? Ich meine, das sieht ziemlich gesichert aus. Sind das Freunde? Ist das ein Auto, was uns den Weg blockiert? Definitiv ja. Hier kommen wir nicht rein. Shit. Jetzt sind wir umsonst hier so rumgehopft. Fuck, wie kommen wir da rein? Psst, Piper, psst. Wo kommt die Strahlung her? Hilfe, ich will da doch nur rein. Vielleicht schaffen wir es ja von der Seite. Nope. Leider nicht. Was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Ich hab Angst. Haltet mich. Nein, Spaß. Die Blitze sind radioaktiv. Oh mein Gott. Ihr seht aber nicht sehr freundlich aus, wenn ich das so sagen darf. Stufe 22. Jawohl. Bitte, wer ist hier ein Arschloch? Wer ist denn hier bitte ein Arschloch? Oh, oh. Geil. Wie er ohne Kopf noch versucht weiterzurennen. Alter, ist das gerade atmosphärisch. Kommt da irgendein Spaten in deine Siedlung und bratzt alles ab, während es draußen Gewitter hat? Mit Blitzen, die radioaktiv verstrahlt sind? Und er sagt einfach mal guten Tag und killt alle hier. Wie asozial. Wie asozial, Leute. Wie asozial. Moment, das bin ja ich. Das bin ja ich und ich bin gleich down. Oh, fuck. Ihr könnt mir nichts nachweisen. Die Menschen waren schon tot, bevor ich hier war. Warum treffe ich die nicht? Uiuiuiui. Geil, der hat eine Kampfrüstung, die haben wir aber auch zu Hause. Das heißt, die müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Hilfe. Das Gewitter ist ja episch. Guckt euch mal den Himmel an. Wow. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Echt.
Warum liebt man solche Spiele? Ein Grund dafür seht ihr gerade hier. Eine doofe Tusse, die einen daran hindert, hier raufzugehen. Blöde Sau. Nein, aber einfach das Gewitter, oder? Als hätte das Spiel gewusst, dass wir das jetzt hier platt machen. Und unser Karma-Level verfärbt sich. Den es Gott sei Dank nicht mehr gibt. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Ja, ich weiß. Aber Hundefutter gebraten, immer noch das Beste. Top. Kann ich nur empfehlen. Wir müssen dahin. Aber mich würde das da hinten doch noch ein bisschen mehr interessieren gerade. Was passiert hier? Was ist mit dir verkehrt? Was ist bitte mit dir verkehrt? Mais, danke. Geil. Hat jemand vergessen, die Badewanne auszustellen, glaube ich? Ach du Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Wo sind wir hier gelandet? University Point. Ich wollte doch nur zur Burg. Böses Spiel. Gut, wir haben es entdeckt. Wir werden zwar nie wieder herkommen, aber egal. Wir wissen, dass es da ist. Das gibt mir gerade Befriedigung genug. Und wieso habe ich das Gefühl, dass es hier Murders gibt? Raider! Treffer! Zeig mir dein hübsches Köpfchen. Mist. Ja, ich weiß, es tut mir leid, Piper. Ich schieße halt nur gut aus der Hüfte. Oh Gott, der war schlecht. Hi. Der Spacko ist da, der eure ganzen Freunde ausgerottet hat, um euch jetzt auszurotten. Wir sind gleich down. Wir sind gleich down. Ja, ja, Piper kann explodieren. Nur ich nicht. Ich bin zu schön zum Sterben. Hi. Oh, direkt vor mir. Jawohl. Da oben ist auch noch irgendwo einer rumspacken. Wer ist ein Arschloch? Nur weil ich euch alle töte? Bist du denn verrückt? Der wirft uns einfach eine Nähe vor die Füße. Oh, gleich da. Fuck, ich sag ja, aus der Hüfte bin ich deutlich besser. Hui. So, den haben wir. Geile Geschichte. Puh. Und ich dachte, das wird der leichte Weg zur Festung. Das kannst du ja mal voll vergessen. Gut, wir müssen jetzt nicht durch die ganzen Supermutanten. Das ist schon mal ein kleiner Pluspunkt, aber trotzdem, so viele Raider wie hier sind. Da vergeht ja auch irgendwann mal die Lust, ne? Habt ihr wenigstens Munition? Nachdem wir jetzt so viel verballert haben hier. Würde das ja wohl die Ehre gebieten eines netten Kampfgefährtens, dass du mir Munition hinterlässt, aber anscheinend nicht. Nein. Diese Raider hatten keinen Hauch von Anstand. Sie haben den Tod verdient. Alle samt. Gut, weiter geht's. Hier gibt's doch Munition noch, oder? Ah, ich will nicht in die Highschool. Nein, ich möchte doch zur Burg. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Aber irgendwie wurde ich abgelenkt. Da hat einer Hallo gesagt. Das habe ich ganz genau gehört. Und irgendwo hier sollten die Minutemen sein und eigentlich aufräumen. Aber die faulen Pisser machen nichts. Wer kämpft da gegen wen? Murdoch gegen irgendwas? Was bist du? Warst du der Murdoch? Ich will's nicht wissen. Wir gehen einfach drumrum, okay? Niemand schaut nach hinten. Niemand hat Angst vor Murdoch.
das sieht doch aus wie ein... Gras. Hilfe. Habt ihr die Kanone auf der Minimap gesehen unten? Darauf bewegen wir uns jetzt mal zu. Alter, die Kirche schaut geil aus. Ich bin mal gespannt, was die Burg darstellen soll. Weil die werden jetzt hier nicht wirklich eine Burg haben, oder? Oder doch, vielleicht Boston, Bürgerkriegszeit? Okay. Gut, dass wir das dabei haben. Sehr gut, dass wir das dabei haben. Legendäre Wächter sind nämlich sehr stark zu besiegen. Außer man hat den Kyrolator dabei. Dann sterben sie instant. Oh, hier ist ja noch einer. Nein, keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Oh, das ist nicht gut. Woo! Wer wird denn da gleich den Kopf verlieren? Oh Gott, die haben alle getötet, ihr Schweine! Mir gefällt dein Anzug. Red Array. Dein Anzug gefällt mir auch. Plünderer-Outfit. Und die Postmütze. Oh, die sind noch viel geiler als die, die wir jetzt haben. Und was hattest du dabei? Durchschlagen, schaffen. Oh, geil. Yes. Das wird unser neues Scharfschützengewehr. Das ist ja mal richtig, richtig, richtig nice. Können wir die anlegen eigentlich, die Rüstung? So, natürlich erstmal die schmutzigen Postbotenmütze. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Geil! Officer John. Also, ist die Post, ich weiß. Ich weiß ja schon, ich weiß. Zeig mal her. Achso, das war die... Genau, das war das Outfit von dem Privatdetektiv. Das wollte ich eigentlich anprobieren. Ich habe Feuer gemacht. Ich bin nach Hause telefoniert. Okay. Genug gescherzt, oder? Genug gescherzt. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Ich weiß noch nicht genau. Rechtes Bein. Rechtes Bein, genau. Können wir da drunter jetzt das Plünderer-Outfit anziehen? Nee, das geht leider nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Dann bleiben wir doch beim Kellogg-Outfit. Das ist wenigstens halbwegs stabil. Oh, und wir sind viel zu schwer. Piper, deswegen hey, hast du gerade gesagt, du kannst was tragen. Alles klar. Ich verstehe. Piper ist ein nettes Mädchen, die will nur helfen. So, wie viel tragen wir jetzt? Kannst du noch ein bisschen Schrott nehmen? Den Teelöffel, genau. Der macht es uns um einiges einfacher. Die Institutpistole kannst du noch haben. Haben wir die aufgenommen? Warte mal. Oder kriegst du ernsthaft meinen Sniper 2? Schaden... Warte, wo ist denn das neue? Da, Schaden 46... Feuerrate geringer. Ah, ich behalte erstmal beide. So, und ich muss einmal ganz kurz auf Twitch nochmal nachschauen. Da ist gerade irgendwas hängen geblieben. Ach Gott, Technik und ich. So, und da hinten haben wir dann endlich die Burg. Endlich. Das sollte sie sein. Wir haben so lange drauf hingearbeitet. Verpiss dich. Shooter King! Shooter King! Der Shooter King. Oh mein Gott! Waren das Reaktionen gerade? Scheiße, dass man diese Waffe nicht nachladen muss. Ich kann es nur nochmal betonen. Man verballert so viel Munition. Oh, dann ist das Schiff der Bruderschaft. Vance. Oh, was für ein Ausblick. Was für ein Ausblick, Leute. Was für ein Ausblick.
Schaut euch das mal an. Greifen die uns an? Wollen die uns angreifen? Nein, die kommen nur so, oder? Das ist die Bruderschaft. Ist das die Bruderschaft? Radar abschauen. Minuteman. Was, wieso steht ihr alle da drüben? Achso. Komm, wir helfen dir, Schiff. Ich sagte, wir helfen dir. Das ist doch einer unserer Freunden hier, oder? Bist du ein Freund? Ja. Ja, dann müssen wir dir helfen. Ich sehe leider die anderen da drüben nicht mehr. Vertibird. Das tut mir leid. Du musst jetzt ohne unsere Hilfe auskommen. Oh Mann. Vertibird, sorry. Aber ich glaube, du schaffst das auch alleine. Oh, ein geiles Bild. Geh weg. Danke. Super Bild für ein Thumbnail. Da gebe ich Kamtra recht. Hammer nice. So, und da vorne waren irgendwo unsere Minuteman-Freunde. In diesem kleinen Kabuff hier. Seit wann haben wir wieder so viele? Und wie seid ihr da reingekommen? So. Ich habe noch nie so viele Meyerlurks an einem Ort gesehen. Ich habe noch nie so viele Minutemen an einem Ort gesehen. Preston, da lag Munition. Das ist alles meins, ihr könnt alle scheißen gehen, es tut mir leid. Ihr schafft es auch ohne Munition, ich kenne euch. Ihr seid gute Jungs. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Ja, das bin ich. Entschuldigung. Alle sind hier, General. Reden. Hier, mehr können wir nicht, nur reden. Also nur er sagt einmal, alle sind hier. General. Ach, hör auf. Wer bist du? Entschuldigung. Glaubst du, dass wir die Burg wirklich zurückerobern können? Alle sind hier, General. Ja, und danach werde ich dein Herz erobern. Ah, Fest. Ziemlich beeindruckend, was? Der ja. Eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Warum brauchen wir diesen Saftladen? Hi. Mann, Preston. Da ist es. Ach Gott. Ziemlich beeindruckend. Jetzt leckt die Sprache schon wieder. Das geht mir so am Sack. Fort Independence. Aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Burg heißt das. Alle sind hier, gut, General. Wir können mit Preston nicht reden. Es tut mir leid. Ziemlich beeindruckend, was? Ich will nicht mehr. Bis zum nächsten Part. Schau mal.